Aber jetzt! Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Die Legende, wie sie die Tragödie von Akuse überlebt haben, ist ganz erstaunlich. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so Berühmtes auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Wie ist das Leben hier auf Zitadelle? Diese Station ist zweifelsohne das größte Wunder der Galaxie. Sie ist ein technologisches Wunder. Aber die Schönheit liegt nicht nur in den Schutzhüllen und Antriebsmotoren. Vom Präsidium bis zu den Zivilbezirken. Die ganze Station ist Zeugnis des Erfolgs des Rates. Alle Spezies im Zitadellsektor leben in einer einzigen starken Gemeinschaft zusammen. Was ist so Besonderes am Präsidium? Es ist das politische Zentrum des Zitadellsektors. 80% aller intelligenten Spezies der uns bekannten Galaxie erkennen die Autorität der Zitadelle in interstellaren Fragen an. Aber nur die mächtigsten und einflussreichsten Völker haben ihre Botschaften hier im Präsidium. Diese Ebene der Station ist für die Elite reserviert. Shepard, für Leute wie uns. Wie sieht es in den Zivilbezirken aus? Sie sind das kulturelle Herz der Galaxie. Die Bezirke pulsieren vor Leben. Dort halten sich Millionen Bürger der verschiedenen Spezies auf. Man weiß nie, was einen in diesen Bezirken erwartet, Commander. Sie sind voller Überraschungen. Die meisten allerdings angenehmer Art. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellarer Wirtschaftssysteme. Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient. Das ist mein Motto. Klingt eher nach schmutzigen Geschäften. Alle meine Geschäftsaktivitäten orientieren sich natürlich an gültigen interstellaren Gesetzen. Dennoch wünschen einige meiner Kunden, ihre Geschäfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu tätigen. Ein Hanar-Botschafter hat zum Beispiel einmal einen Antrag auf Reduzierung der Importsteuern auf Hanar-Güter beim Rat eingereicht. Was für einen Eindruck hätte es gemacht, wenn bekannt geworden wäre, dass er Anteile an einer Hanar-Exportgesellschaft hält.
Auch wenn seine wahren Motive waren, seinen Leuten helfen zu wollen, wäre er in Verdacht geraten, sich durch einen positiven Antragsbescheid persönlich bereichern zu wollen. Also habe ich seine Geschäfte im Stillen verwaltet. Klingt für mich immer noch nach schmutzigen Geschäften. Dann wollen wir hoffen, dass Sie niemals ein so großes Vermögen zu verwalten haben, dass Sie meine Dienste benötigen. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu haben. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninder, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Wieder einmal herzlich willkommen, Commander. Wünschen Sie, dass dieser Ihnen ein paar fantastische Waren präsentiert? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Wieder einmal herzlich willkommen, Commander. Wünschen Sie, dass dieser Ihnen ein paar fantastische Waren präsentiert? Was genau bieten Sie hier an? Dieser bietet nur hochexquisite und luxuriöse Waren hier an. Dieser kann Ihnen fast alle gewünschten Waren liefern, sofern der Preis gezahlt werden kann. Warum bezeichnen Sie sich selbst als dieser? Aus dem gleichen Grunde, warum die Menschen so neugierig sind. Es ist Teil unserer Kultur. Die meisten Hanar sprechen nur in Gegenwart von Familie oder engen Freunden von sich in der ersten Person. Aber das ziemt sich nicht bei anderen Völkern. Das ist nur unsere Art. Ich muss jetzt wohl gehen. Auf bald zurück. Dieser bekommt häufig neue Lieferungen. Ja, gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Aber warum? Was verspinnt? Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, Sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht.
Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Commander Shepard, ich gehöre zur Allianz Navy. Großartig! Sie hören dann in ungefähr 3 oder 4 Monaten von uns. Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Wo finde ich sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat, anderen Trost. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Mehr verlange ich auch nicht. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Das ist verständlich. Viele unserer Klienten wissen nicht. Sehen Sie, bitte stören Sie die Keeper nicht.
Der Rat wird mir doch keine Fragen stellen, oder? Das bezweifle ich. Wir haben unsere Berichte angefertigt. Nun müssen wir Botschafter Odina nur noch vertrauen. Nein, das müssen wir nicht, Sir. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit, halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Commander Shepard? Garus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Klingt, als wollten Sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Aber er ist ein Spekter. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie Ihnen zu. Nein. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Commander? Nein. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Die Anhörung hat bereits begonnen. Los! Die Guild-Attacker bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spekter und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Nihlus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit und meine. Saren versteckt etwas hinter seiner Position als Spectre. Machen Sie Ihre Augen auf! Wir brauchen Beweise. Bisher haben wir keine gesehen. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen.
Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Geth belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von Inspectus auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dieses Treffen wird vertagt. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den Geth zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Alles lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden. Aber ich kenne ihn und er muss aufgehalten werden. Wir müssen uns selbst um Saren kümmern. Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadell-Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Sie können Captain Anderson nicht von den Ermittlungen ausschließen. Der Botschafter hat recht. Ich trete zur Seite. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Sie sagten doch, dass er ein nutzloser Säufer sei. Es könnte trotzdem nicht schaden, mit ihm zu sprechen. Aber seien Sie vorsichtig. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege, es verursacht sie. Sehr richtig, ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank, wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Unser Botschafter scheint Probleme mit dem Rat zu haben. Er ist nur frustriert. Der Rat wird nicht müde zu betonen, dass wir Teil der galaktischen Gemeinschaft sind. Allerdings mit vielen Pflichten und wenig Rechten. Sie verlangen von uns, dass wir unsichere Gebiete wie den Skyllianischen Randsektor und die Attika-Traverse besiedeln. Aber wenn es Ärger gibt, dürfen wir keine Hilfe von ihnen erwarten. Es ist allgemein bekannt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir einen ständigen Sitz im Rat bekommen.
Und der Botschafter ist der Meinung, dass dies bereits überfällig ist. Ich teile übrigens seine Meinung. Vielleicht würden sie uns den Sitz eher gewähren, wenn wir mehr mit den anderen Völkern kooperieren. Aber natürlich, kein Problem. Wenn wir alles täten, was sie von uns verlangen, würden wir sofort einen Sitz im Rat bekommen. Allerdings wäre das ein schlechtes Geschäft für uns. Ich kann ihre Seite ja verstehen. Sie wollen nicht, dass wir den Rat dominieren. Der Rat basiert schließlich auf Kooperation und Bündnissen. Aber wir müssen auch an unsere eigenen Interessen denken. Was ist so wichtig daran, einen ständigen Sitz im Rat zu bekommen? Wozu die ganze Aufregung? Wenn der Rat eine Verfügung hinsichtlich interstellarer Angelegenheiten erlässt, müssen wir dem folgen. Wir verfügen nicht über die Flottengröße oder politische Verbündete, um uns zu widersetzen. Wenn wir einen ständigen Sitz im Rat hätten, könnten wir Einfluss auf solche Verfügungen nehmen. Kurz gesagt, wir würden nicht einfach mehr nach ihrer Pfeife tanzen müssen. Nehmen wir zum Beispiel einmal die aktuelle Situation. Wenn die Menschen einen Sitz im Rat hätten, würden wir einfach die Zitadellflotte entsenden, um mit Saren und den Geth fertig zu werden. Und schon wäre das Problem gelöst. Ich möchte mehr über die Spectres erfahren. Sie sind keine typische Regierungsabteilung. Sie arbeiten allein und meistens im Verborgenen. Sie kümmern sich um die Probleme, die der Rat nicht lösen kann. Es ist nicht ganz einfach, für Frieden in der gesamten Galaxis zu sorgen. Der Rat bevorzugt die Mittel der Diplomatie und der Verhandlungen. Aber manchmal reichen diese nicht aus. Wie legen Sie fest, wer ein Spectre werden kann? Man kann sich nicht einfach für diesen Job bewerben. Es gibt kein Trainingsprogramm. Man wird nicht zum Spectre ausgebildet, sondern geboren. Der Rat ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Leute, die einen Job erledigen können, wie Sie. Auch Sie stehen vielleicht schon seit Jahren unter Beobachtung. Sie haben Ihr Talent erkannt. Deshalb will man Sie für die Spectres haben. Nihlus sollte eine letzte Beurteilung über Sie abgeben, aber jetzt ist er tot. Keiner weiß, wie es weitergeht. Wie sieht die Kommandostruktur aus? Es gibt keine Kommandostruktur. Jeder Spectre ist direkt dem Rat verantwortlich. Manchmal werden sie auf Spezialmissionen geschickt und manchmal agieren sie auf eigene Verantwortung. Sie operieren oft hart an der Grenze des Gesetzes. Sie tun alles, um ihr Ziel zu erreichen. Und der Rat stellt sich in diesen Fällen blind. Die Spectres haben viel Macht, Shepard. Das klingt sehr nach einem Geheimdienst. Die ganze Organisation ist hochgeheim. Wir wissen noch nicht einmal, wie viele es von ihnen gibt. Nach neuester Schätzung der Allianz sind es weniger als 100. Aber der Rat ist auf sie angewiesen. Sie sind die Top-Agenten des Rates. Sie sind die Schlüsselfiguren in Krisenfällen. Die letzte Option vor einem offenen Krieg. Die gesamte Galaxie hat Angst und Respekt vor ihnen. Wo immer ein Spectre auftaucht, passiert irgendetwas von großer Bedeutung. Was passiert, wenn ein Spectre außer Kontrolle gerät? So wie Saren? Das passiert nicht allzu häufig. Der Rat wählt die Kandidaten sehr umsichtig aus. Aber wenn etwas schiefläuft, gibt es üblicherweise nur eine Lösung. Sie senden einen anderen Spectre, um den außer Kontrolle geratenen Agenten auszuschalten. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Dieser Kerl hat... Was? Oh nein! Ich wollte nicht! Schon gut.
Also, was kann ich für Sie tun? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Nein, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Dies ist das erste Mal. Commander? Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die... Ich kann nicht glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geth-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Thank you.
Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei... Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Warum bedrängt Sie der Zitadell-Sicherheitsofficer? Der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, dass diese Person eine Evangelikanererlaubnis erwirbt, um die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Wenn das alles ist, was der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, warum kaufen Sie dann keine Erlaubnis? Die Wahrheit der Entflammten ist allmächtig. Diese Person glaubt inständig daran, dass die Wahrheit nicht unterdrückt werden darf. Zahlungen als Mittel, die Verkündung der absoluten Wahrheit einzuschränken, empfindet diese Person als Einschränkung der religiösen Freiheit. Also brechen Sie gerade die Gesetze, indem Sie hier ohne Erlaubnis predigen. Der Zitadell-Sicherheitsofficer sagt, dass das Predigen an diesem Ort verboten sei und das Predigen an anderen Orten der Zitadell einer Erlaubnis bedürfe. Diese Person möchte betonen, dass das Verkünden der Wahrheit der Entflammten kein Akt des Predigens darstellt und deshalb keiner Erlaubnis bedarf. Entflammten? Ihre Leute nennen sie die Proteaner. Sie sind die wahren Erschaffer des Volkes dieser Person. Die Entflammten führten die Hanar von der Ignoranz zum Bewusstsein, indem sie dem Volk dieser Person die Gabe der Sprache schenkten. Lassen Sie mich mit dem Zitadell-Sicherheitsofficer reden. Vielleicht kann ich Ihnen die Situation erklären. Diese Person wäre sehr dankbar für Ihre Hilfe. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Ich denke, Sie sollten den Hanar im Präsidium predigen lassen. Das Präsidium ist ein Ort der Kultur und des Respekts. Dort sollten keine Eiferer törichte Behauptungen herausposaunen. Warum sollten die Wabbligen eine Sonderbehandlung bekommen? Jede andere Spezies versteht und beachtet die Gesetze. Und wenn ich selbst eine Evangelikalerlaubnis erwerben würde, würde das helfen? Solange alles in den freigegebenen Bereichen stattfindet und die Erlaubnis erteilt wurde, ja. Das würde das Problem lösen. Bis bald. Ihre Angelegenheiten sind mir egal, aber schaffen Sie einfach diesen Hanar von hier fort. Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Ich arbeite noch daran. Diese Person... Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Werden hier irgendwelche Gesetze gebrochen? Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Was für ein Sinn steckt hinter der Evangelikalerlaubnis? Wenn religiöse Evangelikale gezwungen sind, sich eine Erlaubnis zu beschaffen, kann man unerwünschte Personen aussieben. So bleibt die Gegend sicherer. Die Zitadelle ist zu wichtig, um zum Schlachtfeld für Religionskriege zu werden.
Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem Dickköpf... Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Der Zitadell-Sicherheitsofficer macht nur seinen Job und Sie machen nur Ärger. Diese Person ist zu bescheiden, um zu behaupten, dass der Zitadell-Sicherheitsofficer mit zweierlei Maß misst. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Wie wäre es, wenn ich Ihnen eine evangelikane Erlaubnis kaufen würde? Der finanzielle Aspekt ist Teil der religiösen Einschränkung. Diese Person lehnt es ab, dass jemand zahlen sollte, um die Wahrheit verkünden zu dürfen. Aber diese Person verfügt ohnehin nicht über die beim Kauf einer Erlaubnis anfälligen 150 Credits. 150 Credits können Sie haben. Eine sehr großmütige Geste. Sie sind kein Hanar, aber unterstützen uns dabei, die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Diese Person wird dem Zitadell-Sicherheitsofficer keine Probleme mehr bereiten und dankt Ihnen vielmals. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Was darf ich heute für Sie tun, Commander? Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Und ich weiß etwas über Saren. Ich habe gehört, dass Ihre Auskünfte einiges kosten. Normalerweise würde Sie diese Information ein kleines Vermögen kosten. Aber es sind außergewöhnliche Umstände. Daher gebe ich sie Ihnen gratis. Wo ist der Haken dabei? Es gibt keinen. Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Sie haben schon viele Geschäfte gemacht, bis Saren ihn verraten hat. Das passiert eben, wenn man mit einem Verräter wie Saren Geschäfte macht. Ganz gleich, wie Ihre Meinung von Saren ist. Er ist alles andere als dumm. Er schätzt den Shadow Broker als wertvollen Verbündeten. Es scheint keinen Sinn zu ergeben, ihn zu betrügen. Der Preis für diese Tat muss sehr hoch sein. Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmern soll. Einen kroganischen Söldner. Wie kann ich ihn finden?
Ich hörte, dass er den Citadel-Sicherheitsdienst besuchen wollte. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn vermutlich noch, bevor er die Citadel-Sicherheitsakademie verlässt. Ist es nicht seltsam, dass ein Kroganer mit dem Citadel-Sicherheitsdienst spricht? Sehr seltsam. Aber ich glaube kaum, dass er das freiwillig tut. Wenn Sie mehr herausfinden wollen, sollten Sie mit ihm sprechen. Danke für die Auskunft. Gern geschehen, Commander. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort.
Und Williams, sind Sie glücklich, dass Sie bei Commander Shepard angeheuert haben? Ich bin mir nicht so sicher, Lieutenant. Jedes Mal, wenn ich denke, ich hätte die Dinge im Griff, schwenkt das Universum hart nach Backbord. Lassen Sie das bloß niemanden wissen. Mit einer großen Knarre und einer zuversichtlichen Einstellung werden Sie es im Leben weit bringen. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Super. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Zeugen haben Ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Ja, Mensch. Ich versuche, Saren zu schnappen. Balafon schickt mich. Balafon ist schlau. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Klären Sie mich auf. Ich soll den Besitzer von Koras Nest ermorden. Ein Typ namens Fist. Er hat etwas sehr Dummes getan. Was hat er getan? Er hat den Shadow Broker betrogen. Eine Quarianerin war hier auf der Zitadelle. Sie war auf der Flucht. Sie wollte Informationen gegen ein sicheres Versteck eintauschen, also ging sie zu Fist. Er versprach ihr, ein Treffen zwischen ihr und dem Shadow Broker zu vereinbaren. Stattdessen holte er Saren. Was hat Saren damit zu tun? Die Quarianerin hat etwas, das Saren mit dem Geth verbindet. Er zahlte Fist ein kleines Vermögen für sie. Wenn wir an diese Beweise rankommen, können wir beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Rat wird uns anhören müssen. Wo ist die Quarianerin jetzt? Zuletzt hatte Fist sie noch. Wahrscheinlich in seinem Club. Wenn Sie mir helfen, Fist zu töten, gehört sie Ihnen. Besuchen wir also Fist. Und Garrus, der Turianer? Er will Saren auch erledigen. Er könnte nützlich sein. Er war gerade noch hier, bevor sie kamen. Er meinte, er würde einer Spur nachgehen. Er wollte mit dem Klinikarzt reden. Los geht's. Okay, ja. Lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner, Korber, er hat Sie bedroht? Naja, nicht wirklich.
Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Sagen Sie mir, wo er ist, und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Das ist der Kerl, der uns darum bat, die Keeper zu scannen. Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Wenn er mich angelogen hat, dann... Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück! Hallo, Commander. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich habe das Monument auf Akuse gesehen. Dort gibt es einen ganzen Abschnitt über Sie. Unglaublich, dass Sie überlebt haben. Offenbar haben Sie einen Fan. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Zitadell-Sicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Warum sind Sie bei der Zitadell-Sicherheit? Ich weiß nicht, es schien das Richtige zu sein, wissen Sie? Vielleicht liegt es mir im Blut. Mein Großvater war Polizist auf der Erde. Die Zitadell-Sicherheit ist so ähnlich, nicht wahr? Die Polizei auf der Zitadell. Ich bin noch recht neu, aber bisher gefällt's mir. Ist viel interessanter, als auf der Erde zu bleiben. Man trifft alle möglichen coolen Aliens, wie diese Hanar, wild. Und die Zitadell-Sicherheit wird hier sehr respektiert. Wir halten das Gesetz aufrecht. Das wissen sogar Aliens zu schätzen. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadell zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr hier und habe gerade mal ein Zehntel gesehen. Das Präsidium ist so schön, man kann sich dort toll entspannen. Aber hier unten in den Bezirken gefällt's mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben.
Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Zitadellsicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Kennen Sie einen Officer der Zitadellsicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Feind gesichtet! Aktiviert! Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht... Dr. Michelle, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Ich weiß, dass diese Leute Sie bedroht haben. Aber wenn Sie uns sagen, für wen Sie arbeiten, können wir Sie schützen. Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Der, von denen ich Ihnen erzählt habe, Shepard. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Willkommen an Bord, Garrus. Fist wird uns schon erwarten. Wenn wir zuschlagen, dann muss es ihn auch hart treffen. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Ja, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz.
Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Ich gehe dann jetzt. Leben Sie wohl, Commander. War nett, Sie kennenzulernen. Commander Shepard? Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Laut Ihrer Akte haben Sie Akuse überlebt, während alle anderen Ihrer Einheit getötet wurden. Wenn jemand die übelsten Elemente auf der Zitadelle finden und das überleben kann, sind Sie das. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Klingt wie eine gute Sache. Wenn ich Informationen finde, bekommen Sie sie. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Welche Kolonien meinen Sie? Oh, mein Fehler, Erdenclan. Ich dachte... Ist ja auch egal. Feros? Noveria? Wenn Sie noch nicht von denen gehört haben, werden Sie es bald. Aber woher Sie auch kommen, meine Waren stehen jedem zur Verfügung. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Das Gesellschaftskapital der Attikanischen Traverse. Sehr kalt. Sehr verschneit. Ich habe dort nicht sehr viele Kunden. Die haben ihre eigenen Lieferanten. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Willkommen zurück, Erdenclan. Brauchen Sie Vorräte für Ihre Rückkehr in die Kolonien? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig.
Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Willkommen zurück, Erdenclan. Brauchen Sie Vorräte für Ihre Rückkehr in die Kolonien? Ich möchte mehr über Pharos wissen. Es ist eine alte proteanische Welt. Deren Gebäude sind immer noch dort zu finden. Die Menschen waren nicht die ersten, die dort siedelten. Aber bisher die letzten. Mir wurde gerade klar, dass mein Kontaktmann dort sich länger nicht gemeldet hat. Naja, es wird ihm bestimmt gut gehen. Ich muss jetzt weiter. Wie Sie wollen, Erdenclan. Schönen Tag noch. Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Für einen Fan tue ich alles. Hier. Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie... Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich hab... Commander? Ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Fangen Sie am besten mit der Wahrheit an, Korban. Ich weiß gar nicht, worauf Sie anspielen. Meine Experimente... Wir glauben Ihnen kein Wort. Yalit hat uns erzählt, dass Sie ihn verfolgen. Sie haben mit Yalit gesprochen? Dann wissen Sie von den Daten? Nein, aber Sie werden es mir gleich sagen. Alles. Ihr könnt gehen, Jungs. Anscheinend haben sich meine Pläne gerade geändert. Ich bin nicht so übel, wie Sie glauben, Commander. Yalit und ich waren nur... verschiedener Meinung. Nur weiter. Das Unternehmen, für das wir arbeiten, hat ein experimentelles Verfahren für den Einsatz in medizinischen Scannern entwickelt. Aber Yalit und ich haben ein noch viel größeres Potenzial darin gesehen. Also haben wir die Pläne gestohlen und heimlich ein Gerät entwickelt, um die Keeper zu scannen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Gerät, mit denen man die Keeper auslesen kann. Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen.
Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Sie haben es selbst gesehen, Commander. Und Sie wissen, dass wir es schaffen können. Warum wollen Sie Ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Also wollen Sie nur wiederhaben, was Yalit gestohlen hat? Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Commander, wenn Sie für mich weitere Daten sammeln würden, stellen Sie sich vor, was wir alles lernen könnten. Und es wäre auch eine Gelegenheit, einen großen Profit daraus zu schlagen. Ein paar Scans sollten sicher kein größeres Problem darstellen. Sehr gut. Vielleicht können Sie auch gleich mit Yalit sprechen. Die Daten, die Sie für mich sammeln, sind wertlos, wenn mir Yalit nicht bei der Analyse hilft. Ich werde gleich mit ihm sprechen. Danke. Und viel Erfolg beim Scannen, Commander. Sie sollten vorsichtiger sein, wem Sie das erzählen. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Mir sind die Hände gebunden, Reed. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Ab und zu tanze ich auch, wenn's mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Auf Wiedersehen. Viel Spaß hier im Flug. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte Sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadellsicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie töten. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadellsicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Vielleicht kann ich ihr klarmachen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Ich warte auf jemand anderes.
Sie können aufbrechen. Stehen bleiben! Kommen Sie nicht näher! Lagerarbeiter. Die echten Wachen müssen tot sein. Zurück oder wir schießen! Dies wäre ein guter Zeitpunkt, sich einen neuen Job zu suchen. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Ich habe Fist sowieso nie gemocht. Es wäre schneller, sie einfach umzubringen. Leute zu erschießen ist nicht immer die beste Lösung. Sie wieder zusammen. Anvisiert. Ich flicke sie wieder zusammen. Warten Sie! Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf! Sagen Sie mir, wo die Quarianerin ist, oder ich schieße Ihnen die Knie weg. Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er nutzt Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Warten Sie! Warten Sie! Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist, aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich.
Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Nennen Sie den Ort, sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Was machen Sie? Ich soll ihn für den Shadow Broker töten. Und ich erledige meine Jobs. Wegen ihm mussten viele sterben. Er hat es heraufbeschworen. Und jetzt weiter. Wir müssen die Quarianerin retten. Deaktiviert. Schilde sind um. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Mich reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Sind Sie verletzt? Ich kann auf mich aufpassen. Aber ich weiß Hilfe zu schätzen. Wer sind Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Wir könnten Sie zur Botschaft der Menschen bringen. Ihr Botschafter wird sie ohnehin sehen wollen. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele? Wer ist das? Eine Quarianerin? Was haben Sie vor, Shepard? Ihnen den Tag retten. Sie hat Informationen, die Saren mit den Geth in Verbindung bringen. Wirklich? Vielleicht fangen Sie lieber von vorn an, Miss... Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya.
Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise, meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Davon habe ich ja noch nie gehört. Es ist eine Tradition bei meinem Volk. Wenn wir erwachsen werden, lassen wir die Schiffe unserer Eltern und unseres Volkes zurück. Allein suchen wir nach den Sternen und kehren erst zur Flottille zurück, wenn wir etwas von Wert gefunden haben. So können wir beweisen, dass wir es wert sind, erwachsen zu sein. Nach was für Dingen suchen Sie denn? Das können Ressourcen wie Nahrung oder Treibstoff sein, neue nützliche Technologien oder Wissen, das der Flottille das Leben erleichtern kann. Durch unsere Pilgerreise beweisen wir, dass wir etwas zur Gemeinschaft beitragen können und keine Last für unsere beschränkten Ressourcen sind. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben. Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Er sagte, Eden Prime hätte seine Suche nach der Röhre einen Schritt vorangebracht. Kann sich jemand vorstellen, was er damit meint? Die Röhre muss irgendetwas mit dem Sender zu tun haben. Vielleicht geht es um proteanische Technologie, wie eine Waffe. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Ist das eine neue Form außerirdischer? Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter, als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Die Reaper sind eine Gefahr für jede Spezies im Zitadellraum. Wir müssen es ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr? Der Quarianerin? Mein Name ist Tully. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Ich dachte, Sie wären auf einer Pilgerreise. Die Pilgerreise beweist, dass wir uns für das Allgemeinwohl einbringen wollen. Was sagt es wohl über mich aus, wenn ich diese Sache ignoriere? Saren ist eine Gefahr für die gesamte Galaxie. Meine Pilgerreise kann warten. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. Thank you.
Entschuldigung, Commander. Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Es kann keinen guten Grund geben, dass Sie den Leichnam Ihrer Frau nicht freigeben. Warten Sie bitte hier. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, ein Mann namens Samish Bhatia hat Probleme damit, den Leichnam seiner Frau zu bekommen. Ah, Mr. Bhatia. Ein guter Mann in einer frustrierenden Lage. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie ihn Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir Ihre Leiche. Sie glauben, dass Ihr Leichnam kontaminiert oder auf andere Weise gefährlich sein könnte? Nein, Commander. Von Nirali Bhatia geht keine Gefahr aus. Ihr Körper ist vielmehr sehr wertvoll für die Allianz. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Wie lange werden diese Forschungsarbeiten denn dauern? Das ist eine Langzeitstudie. Die Leichen werden wohl noch ein Jahr oder länger untersucht werden. Sie haben so viele Leichen für die Forschungen. Können Sie nicht auf eine verzichten? Nur ganz wenige Leichen weisen diese neue Art Waffenverletzung auf. Und die wenigsten sind gut genug erhalten für Forschungszwecke. Außerdem benötigen wir so viele Leichen wie möglich, um zu vernünftigen statistischen Werten zu kommen, Commander. Wann kann mit neuen Technologien aufgrund der Forschungsergebnisse gerechnet werden? Wenn wir Glück haben, werden wir in ein paar Jahren ein paar Technologien entwickelt haben. Ich verstehe Ihr Interesse, aber es ist nicht richtig, den Leichnam zu beschlagnahmen. Commander, gerade Sie sollten wissen, wie weit wir gehen müssen, um die Menschheit zu schützen. Die humanitären Werte haben immer noch Priorität und es ist mein Job, dafür zu kämpfen. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Sagen Sie Samish, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr mitnehmen werden. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört? Ich habe Mr. Bosker verdeutlicht, wofür wir wirklich kämpfen. Ihre Frau kommt nach Hause zurück. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander.
Commander, was wollen Sie? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Dies ist erbärmlich. Wie kann eine Frau sie in diesen Zustand versetzen? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Ist sie das wirklich wert? Es muss doch andere Frauen geben. Ich will aber keine andere Frau. Ich will sie. Und nur sie allein. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Haben Sie jemals eine Schlacht in einer Bar gewonnen, General? Ha, Krieg! Genau so fühlt es sich an. Wie konnte es nur so weit kommen? Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert, auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elkor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum ist das so? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elkor überzeugen. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elkor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Ich werde hier warten. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie nicht hier sind, um zu trinken? Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Zähes Mädchen. Treffen Sie mich an der Zitadell-Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Reden Sie mit mir. Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge denken, sie könnten sich alles erlauben. Worum zum Teufel ging es denn da? Das sollten wir lieber herausfinden.
Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Sie haben mich angelogen, Yalit. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Und was ist mit den Daten über den Keeper? Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Ich werde die Keeper für Korban scannen, aber Sie müssen aufhören zu streiten. Sie helfen uns? Das ist wirklich sehr freundlich. Wenn Korban die ganze Sache vergessen kann, kann ich das auch. Danke für die Hilfe, Commander. Ich muss jetzt gehen und die Daten analysieren. Ich bin Detective Chellick. Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Ich verstehe nicht. Sie hätten Chenners Deckung auffliegen lassen können. Wir haben versucht, ihr zu helfen. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, Sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten Sie genau im Auge. Müssen Sie für ein paar Informationen wirklich Ihr Leben riskieren? Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Schön zu sehen, dass Sie immer noch mit allen Tricks spielen, Chellick. Gehört zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht? Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller her. Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jenners Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Zitadelle gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Warum machen Ihnen diese Mods so große Sorgen? Wir haben Zugang zu den fortschrittlichsten Waffen, die es gibt. Das verschafft uns Vorteile. Was meinen Sie, passiert, wenn wir die verlieren? Diese illegalen Mods verschaffen Verbrechern einen Vorteil, den wir nicht zulassen dürfen. Jax wird mir sagen, wo diese Mods herkommen. Nein. Wenn Sie Jax umbringen, macht das meine ganzen Nachforschungen zunichte. Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass Sie der Käufer sind. Viel Glück, Commander. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte.
Stehen bleiben! Das ist nah genug, Soldat. Haben Sie mein Geld? Haben Sie die Mods? Zeig ihm die Ware. Sieht gut aus. Ist sie auch. Diese Mods sind die besten am Markt. Geben Sie mir jetzt meine Credits. Bitte sehr. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Kommt, Männer. Wir sind hier fertig. Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass sie Fist ausschalten konnten. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fist-Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung. Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Und? Wie sieht es aus, Garrus? Ist dies besser als die Zitadellsicherheit? Einen abtrünnigen Spectre zu bekämpfen, wobei unzählige Leben auf dem Spiel stehen und es keine einschränkenden Regeln gibt? Ich würde sagen, dass es die Zitadellsicherheit um Längen schlägt. Es könnte doch noch Hoffnung für Sie geben, Turianer. Commander, Sie haben etwas für mich? Hier ist Ihre Lieferung, Chalik. Großartig. Das ist alles, was ich brauche. Vielleicht mehr, als ich brauche. Hier, nehmen Sie das, Commander. Das brauche ich nicht. Und Sie haben sich das für Ihre Arbeit verdient. Was Jenna betrifft, ich kümmere mich darum, dass wir sie sofort aus Koras Nest rausholen. Als nächstes brauche ich diese Mods als Beweisstücke. Danke nochmals, Shepard.